Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal was ganz Besonderes, was anderes als sonst. Richtig krankes Wetter heute auch. Und zwar bin ich in Wiesbaden zusammen mit Alex. Und wir sind bei Tricycles und haben da zwei Testräder ausgeliehen. Und zwar von Ibis. Ich fahre das Ibis Ripley heute, habe da ein Testrad in Größe L und der Alex testet das Ripmo und genau, wir sind am Schläferskopf, sind da hingefahren von Tricycles in Wiesbaden, ist es nicht weit, nur 20 Minuten oder so. Und hier ist es ganz cool, wir haben schon eine Abfahrt gemacht und ich stehe hier gerade so auf dem Startturm, sage ich jetzt mal. Der ist aber ziemlich nass, deshalb fahre ich den heute nicht, weil da kein Hasendraht drauf ist. Kurz vielleicht zur Ausstattung von dem Testrad. 120 mm Federweg am Heck, also eher ein Trailbike. Von den Federelementen her haben wir vorne und hinten ein Fox-Fahrwerk. Vorne eine Fox 34 Fit 4, aber eine Factory, also mit Kashima. Und hinten ein Fox Float DPS Dämpfer. Und genau, der Ripley Rahmen in Carbon in Rahmengröße L. Das passt für meine Größe eigentlich perfekt. 29 Zoll Laufräder, eine komplette Shimano XTR Schaltgruppe und auch Shimano XTR Bremsen, aber die Einkolbenbremse, nicht die Zweikolbenbremse, und 180er Scheiben vorne und hinten auch, in Anführungszeichen nur, was aber auf dem Trailbike ja vielleicht auch Sinn macht. Genau, Reifen sind ein bisschen besonders, und zwar sind es die Hotston. Das testen die einfach mal bei Tricycles, wie die Leute damit auch zufrieden sind. Ich fand es jetzt auf der ersten Fahrt ganz in Ordnung. Die Maxes haben vielleicht ein bisschen mehr Grip, aber mal zum Ausprobieren gar nicht so schlecht. Aber ich würde sagen, wir gehen dann so langsam auf den Trail. Ich blende euch jetzt nochmal ein paar Shots vom Rad ein und würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf dem Trail. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Let's go! Kleine Challenge à la Leo Cast. Juhu! Das geht schon mal klar. So, mache ich das nochmal. Aber die mal mit Hinterrad umsetzen. Woo. Smooth! Yeah! Time for a little wheelie. Ja. So Leute. Erster. Oh, rutschig. Erstmal hier abchecken, was hier abgeht. Erste Abfahrt. Erster Trail mit dem Ibis Ripley. Oh. Ja, hier merkt man natürlich schon, dass man kein Firebird hat. Boah, sieht das krass aus im Wald, schaut es euch an. Ja, also erster Sprung war schon ultra geil. Und ja, man merkt definitiv, dass man auf einem kleinen Rad sitzt. Also kleinerer Federwegsbereich. Und man macht schon Bock. Mal gucken, wie es da gleich weitergeht. Table Nummer 1. Table Nummer 2. Da steht der Alex. Also die Steine sind hier ultra slippery. Wow, Baum gecheckt. Hier nach oben. Schön runter droppen. So, wir fahren hier schwarz, aber ich, der Alex, ist eher auf rot unterwegs. Diesmal fahre ich den größeren Drop. Aber richtig geil mit Landung gebaut. Woo.
So, ich glaube, drittes Segment ist das jetzt hier. Der Alex ist schon vorgefahren, ein bisschen gewartet. Aber ihr seht, mit dem 120er Trailbike kann man hier tatsächlich den großen Drop springen und hier auch den großen Einstieg mit der richtigen Fahrtechnik. Geht das echt ganz gut. Mal ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr mit dem Körper federn. Hier ist schon slippery. Und hier fahre ich blau. Der große Sprung ist definitiv zu viel für das Rad. Dann verpasse ich den kleinen hier. Also der große da kann man vergessen. Da schlägt das Rad schon durch. Oder kann man nicht vergessen, geht bestimmt. Aber gerade mit Testrad muss das absolut nicht sein, da den großen Sprung zu machen. Genau. Ja, macht richtig Spaß, das Rad. Den Federweg nutze ich auf jeden Fall aus. Vorne auch relativ gut. Genau, also so macht das echt Laune. Nächstes Segment. Hier hat jemand die Pumpen zerstört. Warum das sein muss, frage ich mich. So ein Scheiß. Oh fuck, jetzt habe ich den großen Sprung verpasst. Aber ist nicht so schlimm, der Kleine macht auch Spaß. Bin ich denn vorher gesprungen hier? So, gerade den Sprung verpasst. So, na. Hui! Bisschen kurz, aber ging. Oh, Steinfeld. Sieht man unterm Laub halt gar nicht. So, nächster Abschnitt. Macht das Spaß. So, jetzt kommt gleich ein größerer Jump. Der hier. Ah, schön. Boah, super safe. Und steil abfahrt. Fast gestorben. Hilfe. Hilfe. Bam! Geiler Scheiß! Mit einem 120er Trailbike, Leute. 120 mm weg. Geil. Ultra uns nicht durchgeschlagen. Also es war zwar relativ weit im Sack, aber heute Morgen war zu wenig Luft im Dämpfer und da hatte ich definitiv einen Durchschlag und das war gerade nicht so. Pam! Pam, pam, pam! So, Leute, jetzt kommt der entspanntere Teil. Also, dieses Ding ist einfach eine Maschine, das schiebt einen raus und ihr habt es gerade gesehen. Einfach mit einem 120er Rad. Das große Road Gap, krass. Macht richtig Spaß. Hammer. Hammer. Applaus an das Rad, ey. Krass. Ja Leute, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, Industrie-Einnahme, hört ihr da hinten im Heck? Kurz konzentrieren. Oh, viel zu weit. Industrie-Einnahme
in den Ibis Carbon Laufrädern. Also schon eine richtig geile Scheiß. Mega leicht auch das Rad. Und ja. Hochkurve. Und da ist der Alex. Wheelie time. Ja Leute, ich melde mich doch mal schnell vom Laden von Treecycles als Abschluss von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat Spaß gemacht von ein paar Laps am Schläferskopf. Ich fand es ein richtig cooles Rad und ein richtig cooler Tag. Hat richtig Spaß gemacht heute auf dem Trail und ich bin echt beeindruckt von dem Rad. Hat richtig Laune gemacht, richtig schön poppig, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Also richtig gut. Wenn ihr auch mal ein Rad testen wollt, ein Ibis, dann könnt ihr gerne euch bei Treecycles melden oder am besten über euren Händler, der Ibis verkauft vor Ort. Und dann könnt ihr hier bei Treecycles einen Termin ausmachen und euer Rad in eurer Rahmengröße und euer Modell, das ihr gerne fahren wollt, könnt ihr hier ausleihen im Prinzip und dann einen Tag hier im Umkreis auf den Trails bewegen und einfach Spaß haben. Genau. Wie gesagt, also bei Kaufinteresse oder falls ihr Bock habt, mal so ein Rad zu testen, um es dann eventuell natürlich auch zu kaufen, dann meldet euch hier. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, es ist ein offizielles Testcenter. Und genau, ich würde sagen, das war's jetzt aber von dem Video. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Und bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao.